Was unterscheidet eigentlich einen Bullenmarkt von einem Bärenmarkt? Mit einem Wort: Liquidität. Wenn viel Liquidität da ist, dann steigen alle Boote, dann steigen die Aktienmärkte, weil schlichtweg viel Geld da ist, das sucht dann Anlagemöglichkeiten. Das haben wir gesehen etwa 2020, als im Corona die Wirtschaft praktisch stillstand, die Unternehmen kein Geld verdienen konnten, aber die Notenbanken weltweit, vor allem aber auch die Fed, Liquidität ins System gespült haben. Was ist passiert? Die Kurse der Aktienmärkte sind deutlich gestiegen. Haben wir eine ähnliche Situation jetzt? Nein, wir haben das Gegenteil dieser Situation. Geld wird immer teurer, die Anleiherenditen steigen immer weiter, die Zinserwartungen gehen höher, die Wahrscheinlichkeit, dass aufgrund der hartnäckigen Inflation die Notenbanken die Zinsen noch in diesem Jahr senken können, werden immer unwahrscheinlicher. Dementsprechend sehen wir jetzt erste Enthebelungsprozesse, etwa im Dollar, der praktisch so eine Art Fieberbarometer der Märkte ist. Der Dollar wird immer stärker, die Anleiherenditen steigen weiter. Wir haben interessanterweise heute gesehen, dann heute Nachmittag, dass die Anleiherenditen, etwa die 10-jährige Anleiherendite, die schon in Richtung 4% unterwegs war, dann wieder heruntergekommen ist ein bisschen und die Aktienmärkte trotzdem gefallen sind. Also Geld wird teurer, Cash ist eine Alternative und der Cashflow von Unternehmen wird abdiskontiert. Und je höher die Zinsen sind und je teurer Geld ist letztendlich, umso weniger wert ist dieser zukünftige Cashflow. Das ist das eine. Wir sehen das im Prinzip an den Immobilienmärkten ja bereits. Wir sehen es auch an den Aktienmärkten, aber haben immer wieder diese Rallyes, die dann die Leute glauben lassen, oh, wir haben doch hier einen neuen Bullenmarkt. Wir sehen hier die 10-jährige Anleiherendite. Wir sehen die Fed Terminal Rate Expectation im unteren Chart, die weiter steigt. Wir sehen, dass die einjährige Treasury Bill jetzt mit 5,07% rentiert. Das ist der höchste Stand seit 16 Jahren. Und Cash ist eben nicht mehr länger Trash, sagt Jim Bianco. Jim Bianco war mit der Erste, der kapiert hat, was eigentlich passiert im November 2021, als Powell neu nominiert wurde, Vizechefin Brainard, beide dann Erklärungen abgebend und gesagt haben, Inflation ist unser größtes Problem. Da müssen wir jetzt richtig ran. Die Märkte wollten weiterspielen. Bianco hat es sehr, sehr früh erkannt. Diesen monetären Klimawandel, den die Märkte jetzt wieder nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Und deswegen sagt er, ja, es wird wahrscheinlich noch mehrere Zinsanhebungen geben. Und das ist jetzt schlichtweg eine Heavy Competition für die Aktienmärkte, die hier passiert. Zinsen, es gibt wieder Zinsen und diese Zinsen steigen. Und dementsprechend ist das historisch gesehen nie gut gewesen für die Aktienmärkte on the long run. Zumal, wenn dann auch die Liquidität eben stark abnimmt, wie Michael Kramer hier zeigt. Liquidity is being sucked out of the market, tighter conditions. Wir sehen Kreditvergabestandards bei den Banken werden immer strenger. Sprechen Sie mal mit einem Banker. Wenn Sie zum Beispiel einen Immobilienkredit haben wollen, dann sagt er, da muss aber jetzt viel mehr Eigenkapital her, weil wir fürchten, dass die Hauspreise weiter fallen könnten. An den Immobilienmärkten passiert das ja schon, was wir für die Aktienmärkte erwarten können. Deswegen gehe ich davon aus, dass eben die Aktienmärkte jetzt erstmal vor einer schweren Zeit stehen. Es wird die Zeit kommen, wo man wieder kaufen kann, wenn nämlich diese Liquidität wieder massiv ins System fließt. Zuvor müssen die Märkte aber vielleicht verarbeiten, was da passiert, nämlich ein Unfall. Das wird der Grund sein, warum dann die Liquidität wieder ins System fließen wird. Aber erstmal ist eben das noch sehr, sehr weit weg. Dementsprechend haben wir Liquiditätsverknappung. Wir sehen strengere Kreditvergabekriterien. Wir sehen, dass Banken immer weniger Geld oder dass die Einlagen bei Banken sinken, weil die Leute das Geld zum Leben brauchen, schlichtweg auch aufgrund der Inflation. Wir sehen, dass die Bilanzsumme der Fed sich reduziert, alleine 50 Milliarden wieder in der letzten Woche. Und die Anleiherenditen steigen, dadurch steigen die Kreditkosten. Also wir sehen, das kann sich zwar eine Zeit lang entkoppeln, aber eben nicht dauerhaft. Hier nochmal der Fed's Balance Sheet. Rechts unten sehen Sie da die Einlagen, die Reserve Balances with the Fed, also das, was die Banken dann bei der Fed einlegen, geht deutlich nach unten. Deswegen schon vor einigen Tagen Daniela Di Martino Booth gesagt, unser Fed-Liquiditätsmodell ist flashing warnings und dieses Modell hat eigentlich immer sehr korrekt vorhergesagt, was der Fall ist. Wir sehen jetzt gerade diese Differenz, Liquidität geht nach unten, aber Aktienmärkte sind nach oben gegangen. Das wird nicht lange gut gehen, es geht eine Zeit lang gut, dann brüllen alle wieder Bullenmarkt, Bullenmarkt, wow, ich habe es doch gesagt, ich kaufe Bed Bath & Beyond, AMC und
solche Qualitätsaktien, aber wir sehen hier, wie die Geldmenge schrumpft in diesem Chart rechts. Geldmenge M2, größter Rückgang seit Aufzeichnung der Daten. Das wird auch auf die Earnings, auf die Gewinne der US-Unternehmen abstrahlen. Dadurch haben wir ein Bewertungsthema und hier sehen wir mal, seit diesem monetären Klimawandel sind Anleihemärkte Avantgarde, die geben die Richtung vor, steigende Renditen fallen die Märkte normalerweise. Dementsprechend hatten die Aktienmärkte noch ein etwas weniger schlimmes Jahr als die Anleihemärkte im letzten Jahr. Dann haben wir diese Rallye gesehen, Aktienmärkte und Anleihemärkte, also die Anleiherenditen fielen, die Anleihekurse stiegen und die Aktienkurse sind auch gestiegen, aber jetzt hat sich das Ganze wieder umgekehrt. Warum? Weil die Inflation hartnäckiger ist und weil vor allem nach wie vor an der Oberfläche zumindest die Konjunkturdaten sehr, sehr stark sind. Wir haben zwar wir haben heute die zweite Veröffentlichung des US-BIPs bekommen mit 2,7%, schwächer als die erste Veröffentlichung mit 2,9%, aber die Preiskomponenten in diesem BIP, auf die Fed sehr achtet, sind deutlich über der Erwartung ausgefallen. Core PCE Prices 4,3 statt 3,9% erwartet und der GDP Deflator 3,9 statt 3,5% erwartet. Morgen kommen ja die PCE Verbraucherpreise 14,30. Das wird auch sehr, sehr wichtig. Und wir haben Arbeitsmarktdaten wieder gesehen, Erstanträge und Folgeanträge. Wir sehen wieder Erstanträge unter 200.000. Wir sehen auch wieder sehr geringe Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe. Also noch ist der Arbeitsmarkt stark. Das wird eben dauern, bis dieser Prozess einsetzt. Die Arbeitnehmer werden gesucht. Sie können deswegen höhere Löhne fordern. Müssen sie auch, weil die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Also bekommen sie diese höheren Löhne, dann werden die Kosten für die Unternehmen zu groß. Sie setzen die Leute auf die Straße. Dann geht die Wirtschaft nach unten, weil die Konsumenten nicht mehr konsumieren können. Und all das scheint jetzt noch nicht so auszusehen. Man denkt, die Konjunktur ist so wahnsinnig resilient. Aber es dauert eben, bis sich dieser Geldverknappungsprozess dann auch durch die Wirtschaft frisst. Arbeitsmarkt als nachlaufender Indikator ist wahrscheinlich der letzte, der das dann kapieren wird. Wir sehen die Frühindikatoren, auf die David Rosenberg hier hinweist. Die sind jetzt seit 10 Monaten deutlich gefallen. Und wir sehen das auch schon ein Stück weit bei den Unternehmensgewinnen, die nicht mehr steigen, sondern sogar leicht gefallen sind. Und die Positionierung ist dennoch irgendwie nach wie vor in Richtung Bullenmarkt unterwegs. Klar, die Institutionellen mussten auf diese Rallye aufspringen. Du darfst keine Rallye verpassen, das ist das Mantra. Deswegen sind die CTAs jetzt dick drin. Die müssten noch ein bisschen weiter zukaufen, weil die sehr prozyklisch agieren, wenn die Märkte weiter steigen. Aber wenn die Märkte deutlicher fallen, dann müssen die richtig Gas geben nach unten gewissermaßen. Dann müssten die um und bei 200 Milliarden Dollar verkaufen. Wir sehen hier den Unterschied zwischen Dump Money und Smart Money jetzt auf einem Extremniveau. Dump Money sehr euphorisch. Na, man zockt jeden Schrott nach oben, aber Smart Money offenkundig nicht so und scheinbar dann wieder gute Zahlen von Nvidia, die gestern ja gemeldet haben und die Aktie dann zwischenzeitlich 11-12% gestiegen. Heute gucken wir uns unten mal in dieser Grafik an, die Days Inventory Outstanding, also diese blaue Linie hier im unteren schwarzen Chart. Die Inventories gehen auch bei Nvidia nach oben, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass denen die Chips aus den Händen gerissen wird, das ist das eine. Gucken wir mal dann auch Revenue minus 21%, EBIT minus 58%, Datacenter schwach, eine gewisse Stabilisierung vielleicht im Gaming-Bereich, aber nicht wirklich so, dass das jetzt Ganze wieder nach oben geht. Das, was die Anleger derzeit irgendwie kitzelt, ist immer künstliche Intelligenz und dann noch in Verbindung mit Cloud, super, das kaufen wir, gell. Auch wenn die Zahlen jetzt bei genauerer Hinsicht nicht so wirklich gut sind, Umsatz wächst nicht mehr seit ein, zwei Jahren bei Nvidia. Also deswegen habe ich dann heute meine Short-Position nochmal verstärkt, etwa 50% nochmal hinzugefügt. Bei Eröffnung heute bin nach wie vor Nasdaq-Short, bin nach wie vor DAX-Short, bin nach wie vor Euro-Dollar-Short, nach wie vor Gold-Short. Was haben wir noch Short? Tesla haben wir noch Short, meine Damen und Herren. Mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Diese Frage stellt sich auch, wenn wir nach Deutschland blicken. Jetzt hat Roberto Habecki heute gesagt, also wir haben derzeit einen Stromverbrauch von 550 Terawattstunden, 2030 könnten es 750 sein und 2045, also in gut 20 Jahren 1000 Terawatt, also fast eine Verdopplung in gut 20 Jahren an Strombedarf.
E-Mobilität, Wärmepumpen, die jetzt in jeden Neubau eingebaut werden. Wir brauchen immer mehr Strom. Wo kriegen wir den denn her? Ja, indem wir mehr Windkrafträder bauen, gell? Und vielleicht stellen wir uns auch eine Sonne hin, die dann auf die Sonnenpanels scheint, gell? Das schaffen wir bestimmt. Und jetzt will Habeck auch eine BIP-Berechnung noch machen, die Nachhaltigkeitskriterien mit einbezieht. Das ist per se schon mal eine Mogelpackung, wie Daniel Stelter hier schreibt. Damit ist Tür und Tor geöffnet für Wunderzahlen. Die Realität aber sieht anders aus. BASF vor harten Einschnitten. Man wird Produktion stilllegen. Hier Aluminium, Stahl in Hamburg. Teilweise nur noch 40-50% der Produktion überhaupt der Fall, weil Strom zu teuer ist. Schlichtweg Bums. Wir haben es ja geschafft, mit immensen Kosten dennoch die höchsten Strompreise inzwischen zu erzeugen. Also mit den höchsten Kosten für diese Energiewende, dennoch mit Abstand die höchsten Strompreise in der Welt zu haben. Das muss man auch mal schaffen. Intel überlegt jetzt eben vielleicht doch nicht in Magdeburg seine Firma zu bauen, weil Strom zu teuer. Das mag man nicht. Außerdem Inflation Reduction Act in den USA, wo eben Förderungen warten. Tesla hat es schon vorgemacht, ist schon mal mehr oder weniger klar, hat sich von Grünheide als Batterieproduktionsstandort verabschiedet. Und wie schaut es denn hier aus mit der Inflation? Die Underlying Inflation, nämlich die Kerninflation, steigt weiter. Zwar in der Headline im Euroraum geringer geworden, aber die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, geht weiter nach oben. Warum? Weil wir eine strukturelle Inflation haben, weil diese grüne Energiewende wahnsinnig viel Geld kostet, bei gleichzeitig praktisch keinerlei messbarem Effekt. Im Gegenteil, wir machen die Strompreise immer teurer, weil eben wir demografisch altern, weil wir Umweltvorschriften haben, ESG, sodass viele Dinge einfach nicht billiger gehen. Ich kann keinen Neubau irgendwie günstiger hinstellen. Jetzt, da können die Preise nicht fallen. Es fallen die Preise für Bestandsimmobilien, die nicht sehr energieeffizient sind. Aber es wird nicht gehen. Also wir sind in einer strukturellen Inflation. Das ist der Game Changer. Deswegen werden auch die Zinsen nicht so schnell sinken können. Und hier sagt zum Beispiel einer meiner allerbesten Freundinnen, Claudia Kempfert, die ja ganz grün ist inzwischen. Früher war es nicht so grün, gell? Da hat sie für andere Organisationen ein bisschen Lobbyarbeit betrieben, gell? Das kann ich mal ausführlicher erläutern, weil ich jemanden kenne, der die ganz gut kennt, die Claudia. Jedenfalls sagt sie, ja, wie viele Autos dürfen denn eigentlich auf deutschen Straßen noch fahren, damit wir unsere Klimaziele erreichen? Ja, das ist ja das Allerwichtigste, gell? Dass jetzt Pakistan, weil Flüssiggas so teuer geworden ist, Kohlekraftwerke bauen will und damit CO2 emittiert bis zum Get-No, dass China weiter Kohlekraftwerke baut und weiter CO2 in die Luft bläst mit immer höheren Steigerungswerten. Das ist vielleicht eine Quantité negligible, das spielt keine Rolle. Die Hauptsache, wir erreichen uns, also wir Deutschen erreichen unser Klimaziel, deswegen verbieten wir uns dann selber das Autofahren. Also man muss schon ziemlich auf den Kopf gefallen sein, um das irgendwie nachvollziehbar zu finden. Wie wäre es, wenn wir Technologie versuchen zu entwickeln, damit die Chinesen nicht so viel in die Luft blasen oder die Pakistaner oder wer auch immer? Na, machen wir nicht. Hier sehen wir jetzt volle Auftragsbücher. Laut IFO-Umfrage sehen wir, dass jetzt diese Auftragsbücher weniger voll sind. Da war noch ein Stau aus Corona-Zeiten. Das weist jetzt nach unten. Das zeigt, dass auch die Weltwirtschaft ein Problem bekommen wird. Und jetzt sagen viele, ja, China-Öffnung, China-Öffnung. Und in der Tat, China pumpt Liquidität ins System massiv. Neben den Japanern die einzige Notenbank, alle anderen wesentlichen Notenbanken reduzieren Liquidität. Wird diese Liquidität nach Europa an die Wall Street strömen? No, Sir, die bleibt in China, denn da sind so viele Finanzlöcher zu stopfen. Schauen wir uns mal den Zustand der Konjunktur in China an, etwa an den Rohstoffpreisen in China, wie wir heute eine Untersuchung auf Finanzmarkt der Welt hatten. Die steigen ein bisschen die Preise, aber nicht so wirklich, dass man sagen kann, wow, da ist ja wirklich Party angesagt. Deswegen auch diese Rallye in chinesischen Aktien, kann die weitergehen? Klar, aber kann man die mitspielen? Klar, aber man sollte den Finger am Abzug haben, denn das wird nicht gut gehen, das kann ich jetzt schon prognostizieren. Hier sehen wir etwa mal, wie China derzeit vor allem Geisterstädte dem Erdboden gleich macht, also diese bewohnten Einheiten, die eben doch nicht bewohnt sind. Das zählt dann übrigens, oder das fließt ins BIP ein, weil da Firmen beauftragt werden, die Geld dafür bekommen. Das ist Wirtschaftsleistung, wenn man solche Geisterstädte sprengt. Das ist das eine. Dann hat China natürlich ein demografisches Problem,
Die Bevölkerung wird sich bis 2021 halbieren. Alleine schon in den nächsten Jahren wird China die älteste entwickelte Ökonomie sein mit 350 Millionen Pensionären, die irgendwie versorgt werden müssen. Gleichzeitig ist unter Xi Jinping die Wirtschaft immer staatlicher geworden, der Privatsektor geschrumpft, der Staatssektor weiter angetrieben. Extreme Abhängigkeit vom Immobilienbereich, wie da die Nachfrage wieder erzeugt werden soll, ist eben eine große Frage. Also China wird es nicht einfach haben. Ich glaube, das schätzen die westlichen Märkte völlig falsch ein. Wir sehen hier Autoverkäufe im Vergleich zum Vorjahresmonat im Januar, also als die Corona-Maßnahmen ja schon wieder aufgehört haben, 35% Minus. Gleichzeitig hat China das Problem, dass man ja extrem viele Kredite vergeben hat in Sachen Seidenstraße, aber viele Kreditnehmer, viele Länder diese Kredite nicht zurückzahlen können. Jetzt sitzt man auf faulen Krediten im Volumen von 4 Billionen Dollar und wie die Lage wirklich ist, sieht man am besten in den Provinzen Chinas. Da sind manche praktisch schon pleite. Warum? Weil die mussten diese ganzen Corona-Tests bezahlen. Die haben praktisch die gesamten Kosten aufgebürdet bekommen für diese Null-Corona-Politik und das rächt sich jetzt in einer Großstadt mit 7,7 Millionen Einwohnern fahren keine Busse mehr. Das ist ein Symptom, das zeigt, wie die Lage vor allem in den Provinzen ist. Das ist meine erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Die zweite, Putin will den Krieg auch in Russland gewinnen, deswegen verteilt er Geschenke, zum Beispiel kostenlose Gasanschlüsse. Unternehmenssteuern werden gesenkt, gleichzeitig steigen natürlich die Ausgaben des Staates durch Waffenproduktion, durch Entschädigungen für gefallene Soldaten. Hast du nicht gesehen, die Wirtschaft ist jetzt in einer Kriegswirtschaft, also versucht er die Bevölkerung stillzuhalten. Das geht eine Zeit lang gut, du kannst die Leute eine Zeit lang stillhalten, aber irgendwann kriegst du ein Problem, dass selbst wenn du auf Tonnen von Energie sitzt, zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, wie hat es Europa eigentlich geschafft? Dass wir die Energie aus Russland doch gut substituieren konnten. Natürlich Glück hatten mit dem Winter. Allerdings dürfte es jetzt schon am Wochenende eine Kälteperiode geben bis mindestens Mitte März. Das wird nochmal spannend. Aber das ist ein Artikel mit extrem vielen Grafiken, aus dem man sehr viel lernen kann. Also drei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Ich sage jetzt Servus und Ciao.